Hallo und herzlich willkommen hier bei UBI Tested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute geht es um das Thema Wohnmobil und zwar den Weinsberg Cara Suite 650 MG. Den möchte ich euch heute in einer kleinen Roomtour vorstellen. Und was er so kann, wie er innen vor allem geräumig ist und dass es ein gutes, teilintegriertes Wohnmobil ist für die Familie, das wollen wir heute einfach mal prüfen. Vorab aber die Information, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt Zeit dafür, macht das Ganze, das honoriert meine Arbeit genauso wie ein Like und ein Kommentar unten in der Box, denn eure Meinung zu dem Reisemobil möchte ich auf alle Fälle gerne lesen und dann auch mit euch natürlich diskutieren. Und jetzt starten wir in das Video und die Roomtour mit dem Weinsberg Cara Suite 650 MG. Viel Spaß! Wir beginnen wie immer bei meinen Videos außen und da schauen wir uns den Cara Suite 650 einmal genauer an. Zunächst einmal, es ist ein teilintegriertes Wohnmobil. Teilintegrierte Wohnmobile sind daran zu erkennen, dass man noch das Grundfahrgestell erkennt. In dem Fall ist es nämlich unser Fiat Ducato, der ja für quasi 90% der Wohnmobile herhält. 6,99 Meter ist der Cara Suite lang, 2,32 Meter breit und 2,94 Meter hoch. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns als erstes einmal hier die Klappen an. Wir sehen zunächst einmal drei große Fenster, die wir schon haben. Die sind außen angeschlagen, das heißt, die gehen auch nach außen auf. Und dann kommen wir hier zur Wartungsklappe. Die ist patentiert vom Knaus-Tabbert-Konzern, wo Weinsberg hinzugehört. Und wenn wir die uns anschauen, dann sehen wir auch sehr schön, das ist wirklich durchdacht. Okay, wir haben nämlich hier einmal den Einfüllstutzen für das Frischwasser. 100 Liter gehen da rein. Der Grauwassertank hat ein Fassungsvermögen von 95 Liter. Beide Tanks können hier über diese Sperrhähne nach unten abgelassen werden. Wir haben hier auch gleich den Stromanschluss für den Landstromanschluss, so ist es. Der wird hier dann auch wunderbar hindurchgefädelt von unten, sodass dann die Klappe auch einwandfrei geschlossen wird. Was wir hier sehen, ist der Anschluss oder die Möglichkeit für den BWT-Wasserfilter. Das ist also ein Wasserfiltersystem, bietet Weinsberg an, optional. Und wir sehen hier hinter den Frostwächter. Wenn der eingeschaltet ist, dann wird das ganze Wasser, wenn die Temperatur unter 3 Grad fällt und keine Heizung läuft, wird der Wassertank komplett abgelassen, sodass hier auch kein Schaden entsteht. Die Möglichkeit der Heizung dieser beiden Tanks besteht ebenfalls. Dafür ist diese kleine Kordel, die ziehen wir dann und dann ist es fertig. So, dann schließen wir das. Das hier ist übrigens der Kamin der Heizung. Da strömt also warme Luft raus. Nichts drüber hängen, nichts vorstellen. Ansonsten schmort euch das Ganze gerne mal durch. Oder aber der Schornstein geht auch kaputt.
Am Heck haben wir dann einen großen Zugang zu einer Heckgarage. Wohlgemerkt, die Tür rechts ist serienmäßig, die Tür hier links, die kostet Aufpreis. Wenn wir sie aber öffnen, erst einmal haben wir eine sehr große Öffnung. Das heißt, wir können sogar Fahrräder perfekt einladen. Und wenn wir hier sehen, ist sogar ein robuster Fahrradhalter untergebracht aus Aluminium. Da könnt ihr die Fahrräder sogar sichern. Ansonsten natürlich auch jede Menge Gepäck unterbringen, Stühle, oder aber eben euer ganz normales Reisegepäck mit Koffern oder ähnlichem, wenn es für länger in den Urlaub gehen soll. Ja, am Heck haben wir dann auch nochmal einen weiteren Fahrradträger, den wir uns optional hinzubestellen können. Ich würde das auf alle Fälle machen, lieber die Fahrräder hier hinten drauf. Die sind dann auch über die Rückfahrkamera abgesichert. Sogar während der Fahrt kann man die Kamera nutzen, um zu schauen, ob die Fahrräder auch ordnungsgemäß weiterhin drauf sind. Wir haben Voll-LED-Rücklichter und eine dritte Bremsleuchte, wie gesagt, damit das ganze Wohnmobil auch perfekt ersichtlich ist während der Nacht. Schauen wir auf die andere Seite nun herüber. Hier lasse ich jetzt bewusst nochmal die Klappe offen, denn wir haben hier die Kurbel für die Markise, die hier noch verbaut ist. Einfach rausdrehen, das wird dann hier oben eingesteckt, eine Viertelumdrehung gedreht, dann hakt der auch ein, der wunderbar, und dann könnt ihr die Markise hier wunderbar rausdrehen. Aber Achtung, nicht zu weit rausdrehen, denn sonst nimmt das Gewicht überhand und kippt nach unten. Hier oben dann die Entriegelungspfosten rausnehmen, abstützen und dann könnt ihr sie weiter rausfahren. Wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze ausgefahren ausschaut, dann schaut in das Video zum Cara Home, dem Alkofen von Weinsberg, denn da habe ich das für euch schon einmal komplett gemacht. Also drehe ich das Ganze jetzt wieder rein und wir schauen dann die restlichen Fächer hier an. Das Ganze wieder um eine Viertelumdrehung rausnehmen, so, wenn es funktionieren soll, dann kommt es erst etwas verzögert raus. Das ist nun mal so. So, und dann schieben wir den zusammen. Dann räumen wir den Stab wieder hier hinein, machen unsere Garage zu und kommen zum nächsten Fach. Und zwar dem kleinen hier. Und das ist das Fach für die Gasversorgung an Bord. 11 Kilo. Propanflaschen passen da hinein. Und ein bisschen schade ist, dass der Auszug, den es hier gibt, optional nicht verbaut ist, denn der schont den Rücken ungemein. So eine 11 Kilo Flasche da so reinzuwuchten, das ist ein bisschen eine Arbeit. Zwei Stück, wie gesagt, vorhanden. Kommen wir zur nächsten kleinen Klappe. Die ist nicht unwichtig, wird aber besonders für die Herren wichtig sein, denn da befindet sich die Bordtoilette drinnen. Ja, und ist halt nun mal bei Familien eher die Herrenaufgabe. Und zwar kommt dann da die Dometic-Kassette raus. Jeder, der schon mal ein Wohnmobil benutzt hat, der kennt die. Dann ist hier der Ausguss und hier oben kommt dann das Mittel zum Zersetzen des Ganzen hinein. Einfach wieder reinschieben, bis es einrastet. Es ist hier auch noch eine kleine Silikonlippe drinnen. Somit ist es auch gegen Auslauf geschützt. Das ist sehr gut gemacht. Dann haben wir hier als nächstes noch den Heizungsabluftung oder das Abluftgitter für unseren Kühlschrank, der an Bord ist. So ist es richtig. Und dann würde ich jetzt sagen, gehen wir hier hinein, öffnen einmal die große Eingangstüre, sehen, da ist ein robuster Bügel, mit dem wir dann auch aussteigen können. Schöne Haken haben wir hier noch untergebracht. Da oben ist auch ein Kleiderhaken. Zum Öffnen von innen haben wir dann hier die Klappe. Das Ganze kann dann auch komplett verdunkelt werden. Sehr clever natürlich. Und wir haben auch noch ein Fliegengitter hier an Bord. Hier aber ein kleiner Hinweis meinerseits, jetzt die Tür zuzumachen oder wenn der Wind die Tür zuhaut, dann ist leider euer Fliegengitter kaputt, denn dann haut es das oben aus der Verankerung und aus der Führung raus. Reparatur dürfte dann vermutlich etwas teurer werden. So, es gibt hier die Möglichkeit eines elektrischen Einstiegs, wohlgemerkt, das ist nur ein Einstieg, keine dauerhafte Belastung soll da drauf kommen. Und das nutze ich jetzt einfach mal, um hier hineinzusteigen, und ich nehme euch jetzt einfach mal in das warme Innere des Weinsberg Cara Suite. So, ich drehe mich einmal zu euch und nutze hier die
Fahrersitz und den Beifahrersitz, den können wir auch umdrehen. Und dann sitzen wir hier in unserer gemütlichen Essnische, Spielnische, je nachdem, was ihr hier machen wollt. Wir haben hier einen robusten Tisch untergebracht und es gibt auch die Möglichkeit, diese Sitz- oder diese, besser gesagt, diese Tischfläche hier entsprechend zu erweitern, dass der Kollege, der hier sitzt, dann auch noch wunderbar mit an die Tafel ran kann. Den könnt ihr auch variieren, wie ihr das braucht. Und wie wir sehen, haben wir dann insgesamt hier 5 Sitzplätze. Es gibt auch 5 Schlafplätze. Wir können das hier unter anderem auch zu einem Notschlafplatz umfunktionieren, also zu einem Art Gästeschlafplatz. Wenn dem so ist, das tun wir dann einmal wieder einklappen. Wir haben hier eine LED-Lichtleiste. Wir haben hier natürlich auch diverse Staufächer untergebracht. Wir sehen auch, dass hier oben Staufächer untergebracht sind. Hier. Und das hat den Hintergrund, denn hier oben befindet sich ein Bett noch zusätzlich. Und das zeige ich euch jetzt einmal. Und das ist nämlich die Besonderheit des Cara Suite. Das ist dieses Hubbett mit dem Knopf hier oben. Den drückt man einmal und dann kann man das Bett wunderbar hier eben nach unten ziehen. So, dann haben wir hier oben eine riesige Liegefläche. Finde ich richtig praktisch. Und hier gibt es nämlich auch eine kleine Leiter. Und wenn wir die einhaken, so, die wird dann hier wunderbar eingehakt, dann können wir hier auch nach oben klettern. Ja, was das Platzverhältnis angeht, hier oben wird es natürlich etwas eng, aber naja, also Platz habe ich jedenfalls genügend. Es gäbe auch die Möglichkeit dann noch einen Herausfallschutz, da ist ein Gitter hier unten noch drinnen, der wird dann da oben eingeklemmt und dann können die Kinder, wenn sie hier oben schlafen, nicht nach unten fallen. Das finde ich ganz gut. Ich kletter jetzt einmal nach unten und klappe das Bett wieder nach oben. Dann schauen wir uns den Rest hier an. Das Bett ist oben wieder eingehakt und wir schauen uns erst einmal die Bordelektronik an, denn die ist natürlich am wichtigsten dafür, dass wir hier drinnen überhaupt was machen können. Das hier ist die Bedieneinheit. Schaut auch irgendwie ganz cool aus, finde ich. Einfach nur so ein Black Panel. Einmal draufdrücken, dann ist das Ganze an. Und dann können wir uns hier mit dem Drehrad die einzelnen Parameter durchklicken. Hier sehen wir dann Frischwasser, Grauwasser, den Füllstand jeweils, dann die Batterie des Aufbaus und die Batterie des Führerhauses. Und wenn wir hier weitergehen, dann können wir hier auch noch die Wasserpumpe aktivieren. Hier unten ist übrigens natürlich dann die Heizanlage. Die können wir dann auch einstellen, so wie wir das dann benötigen. Wir können das Wasser entsprechend temperieren und uns auch die Temperatur und die Ventilation einstellen. All das ist hierüber machbar. Dann haben wir einen großen Kühlschrank, 133 Liter. Der ist recht hoch, bietet sogar ein Eisfach. Finde ich sehr cool. Der Kühlschrank kann wahlweise mit Gas oder mit Landstrom oder aber mit der Stromversorgung vom Fahrzeug bedient werden oder befüttert werden. Und zum Thema Füttern kommen wir dann auch gleich hier in die große Kochzeile hinein. Wenn wir hier kochen, können wir das ganze Dünstmaterial dann hier über ein Fenster nach außen führen. Jetzt ist es aber ein bisschen kalt, also lassen wir es zu. Unser Herd bietet 3 Felder, natürlich via Gas. Das Ganze wird dann hier eingeschaltet über die Bedieneinheit und die Piezo-Zündung. Dann haben wir ein Edelstahl-Waschbecken hier vorhanden und auch einen sehr schönen Wasserhahn, wie ich finde. Der gefällt mir ganz gut, macht auch optisch einen schönen Eindruck. Eine solide Platte. Und wenn wir die Schublade hier aufschieben, hier haben wir die Gassperrhähne für Heizung und die jeweiligen Kochfelder. Können wir dann hier alles sperren oder eben öffnen, wie wir es gerade brauchen. Hier eine große Ablage für Besteck oder ähnliches. Zudem haben wir hier noch eine Fernbedienung für die Heizanlage. Wir haben hier nämlich zusätzlich nicht nur eine Heizung, sondern auch eine Klimaanlage verbaut in diesem Fahrzeug. Ich fände es cool, vor allem wenn man dann doch im Sommer irgendwo campt, dann finde ich, ist so eine Klimaanlage für den Innenraum doch ganz praktisch. So, des Weiteren natürlich genügend Staufächer für Töpfe, Pfannen oder aber Teller haben wir hier untergebracht. Und hier oben dann noch ein weiteres Fach
Da ist auch jede Menge Platz. Schöne indirekte Beleuchtung haben wir hier drinnen. Zudem auch hier entsprechend Licht oder aber Stromanschlüsse. Hier ist zum Beispiel noch ein USB-Anschluss zu finden. Und dann kommen wir auch langsam ins Heck hinein. Und hier hat man auch natürlich noch einen schönen Kleiderschrank untergebracht. Oder aber eben, und da kommen wir jetzt zu dem nächsten Thema, die Badeinrichtung. Der nächste Punkt, ganz wichtig, die Nasszelle. Und die finde ich hier sehr cool gelöst. Zunächst einmal, wir haben hier eine Tür, was dahinter sich bewirkt, findet, ist klar. Die Toilette. Hier ist auch jede Menge Platz. Finde ich gut, da komme ich gut rein. Ich habe einen großen Spiegel hier drinnen. Ich kann das Ganze abdunkeln und habe auch ein Fliegengitter. Ich habe auch eine große Spüle hier drinnen und auch diverse Ablagemöglichkeiten. Der eigentliche Clou ist aber diese Tür hier. Ich schließe die Tür und dann bin ich komplett abgetrennt zum vorderen Bereich. Somit können wir auch zwei getrennte Wohn- oder Schlafbereiche machen. Das heißt also hier hinten schlafen dann die Eltern, vorne schlafen die Kinder und jeder hat seine Ruhe. Wenn die Kinder draußen noch spielen wollen oder die Eltern Ruhe haben wollen, können sie sich dann eben hier nach hinten verziehen. Dann haben wir hier eine sehr große Duschkabine und der Duschkopf ist hier oben untergebracht. Also zum Duschen finde ich das sehr luxuriös schon fast, wenn man ehrlich ist, vor allem wenn man die Platzverhältnisse bedenkt. Hier oben ist noch eine kleine Wäscheleine untergebracht oder Wäschestange in dem Fall. Und wir haben hier auch wieder einen großen Kleiderschrank, der hier drinnen ist, ehe es jetzt hier auf das große Familienbett geht. Der Zustieg hier über das Treppensystem gefällt mir. Und was besonders cool ist, hier haben wir noch so ein kleines Ablagefach, wo man auch noch was gut verstauen kann. So, dann komme auch ich hier bequem nach oben. Und wir haben hier ein französisches Bett, das ist ein bisschen verjüngt hier. Wir haben eine Liegefläche von 1,97 Meter Länge hier und am äußersten Ende haben wir 1,45. Das verjüngt sich dann so ungefähr auf 1,35. Für zwei Personen ist es aber wirklich sehr gemütlich. Wir haben hier genügend Ablagefächer, wo wir alles Mögliche unterbringen, Bettzeug oder ähnliches. Wir können alles wunderbar verdunkeln. Wir haben hier oben nochmal ein großes Fenster, womit wir auch noch Frischluft reinlassen können. Sämtliche Fenster sind, wie gesagt, abdunkelbar und haben auch einen Fliegengitterschutz. So, wenn das Ganze dann fertig ist, haben wir auch noch die Möglichkeit, entweder wir lassen die Tür auf, dann haben wir hier noch ein Vorhangsystem. Und das könnten wir dann auch so abtrennen, sodass ihr mich dann schon nicht mehr seht oder aber die Kinder einen auch nicht mehr mitbekommen. So, und jetzt würde ich einfach mal sagen, wenn wir schon hier drinnen waren, dann kommen wir jetzt draußen zum Fazit. Kommen wir zum Fazit mit dem Weinsberg Cara Suite 650 MG. Ich finde ein sehr cooles Innenraumkonzept, vor allem mit der Trennung zwischen dem Wohnbereich vorne und hinten. Zudem auch die wirklich große Nasszelle, die wir haben, also sehr schön durchgängig, viel Platz. Das ist sehr clever gelöst hier innen, was Weinsberg da auf die Räder oder respektive den Aufbau gestellt hat. Und ab 54.290 Euro geht es los, wenn ihr euch interessiert für den Cara Suite. Natürlich, wenn dann Ausstattungsoptionen wie die Klimaanlage oder aber ein stärkerer Antrieb hier als 120 PS verbaut sein sollen. Und dann wird es schnell in die Sphären so ungefähr bei rund 70.000 Euro gehen. Ist natürlich auf der einen Seite viel Geld, aber ordentliche Verarbeitung, viel Platz, wie gesagt. Und in meinen Augen eine echt gute Alternative auf dem Wohnmobilmarkt. Aber da dürft ihr mir jetzt eure Meinung unten in die Kommentarbox schreiben. Wie findet ihr den Cara Suite? Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der ist natürlich jetzt eingeladen, dies zu tun. Ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.